Beintraining. Zeige ich euch ein paar Möglichkeiten. Vielleicht gerade an meiner Bürotüre. Hier übrigens unsere tollen Aufnäher, unsere tolle Tasse, die man auch bei uns käuflich oder auch im Shop erwerben kann. Braucht nicht ins Dojo kommen. Ja. Absolut wichtig. So, jetzt. Wir können da Beine trainieren. Türe. Diese Türgriffe, die sind immer wieder toll. Türklinke. Warum? Ich kann hier zum Beispiel meine Gummibänder einhängen, wenn ich mein Schultertraining mache, ja, mein Rückentraining mache, wenn ich mein Brusttraining mache. Oh, da könnte man nachher noch was aufnehmen. So, jetzt. Ich hänge mich jetzt hier rein. Das machen wir oft manchmal auch im normalen Training. Wie wenn ich beim Windsurfen wäre. Ich strecke meinen Popo ganz kässe ein bisschen raus. Ja? Und dann gehe ich hier runter und ich achte drauf, dass es wirklich mittig ist, also dass ich nicht irgendwie so über ein Bein mehr hochgehe, weil ich das andere schonen möchte oder unterbewusst schon. Also ich bin einfach hier, gehe hier runter, ich bin runter, kontrolliert, nur so weit wie schmerzfrei geht. Was achtet, ist, wenn er runtergeht, dass der Popo nicht so nach vorne rutscht, sondern dass der Popo wirklich hinten bleibt und dann wieder hoch. Achtet drauf, Knie laufen sauber über den Füßen. Also nicht irgendwie zum Beispiel so, dass er die Füße zu weit nach außen dreht, ja, und dann verdreht euch im Endeffekt die Knie. Das ist nichts in der Sache. Ja. So, das wäre eine normale Standard-Kniebeuge. Wieder Rucksack nehmen, Wasserflasche rein. Ihr könnt auch einfach eine Sprudelkiste nehmen, Vorhalte, hoch und runter gehen. Alles kontrolliert, achtet drauf, der Rücken sollte immer dabei gerade bleiben, unter Spannung bleiben, solltet keinen Buckel machen dabei. So, dann, nächste Übung, die ihr machen könnt. Einfache Ausfallkniebeuge, die kann man vorne machen, die kann man nach hinten machen, ist eigentlich egal. Ihr geht nach hinten, kurz tippt damit die Kniescheibe, kurz den Boden an, und geht wieder hoch, könnt ihr die andere Seite machen. Hier, ja, Knie bleibt schön sauber am Fuß, damit euch das Knie nicht verdreht. Das Rücken bleibt gerade, liegt nach vorne. Wenn ihr also irgendwie die Arme raus tun wollt, für die Beine aus, macht das so, dass die Hand nach vorne zeigt. Also nicht das, dann macht ihr einen Buckel, sondern ihr bleibt hier gerade. Das. Ja. Könnt ihr auch zur Seite rausgehen. Zur Seite rausgehen, wieder hoch. Zur Seite rausgehen. Und immer alles in einem schmerzfreien Bereich. Also nicht irgendwie, egal, tut weh. Der Muskel kann man ein bisschen rebellieren, wenn er eine ungewohnte Übung macht. Aber ein Gelenk sollte niemals wehtun. Also wenn da was wehtut, nicht in den Schmerz rein trainieren, weil Schmerz zeigt ja normalerweise an, hey, da ist was nicht in Ordnung. Sollte das also nicht machen. Okay? Nächste. Haltet euch irgendwo fest an der Kante, wird oft vergessen, Waden heben. Die Wade hat auch einen Einfluss auf die Stabilität vom Knie. Auch wieder hoch bis Ultimo und langsam runter, könnt explosiv hochgehen. Das. Auch wieder mit Gewicht. Könnt zum Beispiel eure Partnerin den Buckel nehmen, Buckelpack. Und habt auch wieder gepusht. Auch wieder rum. So, jetzt. Dann Kniebeuge runter, explosiv hoch. Rücken bleibt gerade. Zeigst du die Seite. Rücken bleibt gerade, Popo raus. Und ihr springt wirklich schön sauber nach oben. Ihr könnt auch Gummibänder nehmen, die Füße rum, Spannung aufbauen. Ja, da haben wir mal ziehen. Seid ihr hier. Und hier. Baut ihr Spannung auf. Auch wieder Popo. Gerade. Okay.
Dann wieder zu unserem Sofa, das ja nur da steht, damit wir Beine trainieren können oder sonstiges. So, ich gehe, das wird wahrscheinlich eure Frau oder eure Mama nicht mögen, was ich jetzt zeige, aber ihr geht hoch, runter, tipp, tipp, hoch, geht runter. Ja, könnt ihr es auch mit einer Drehung machen. Bisschen Sidestep. Ja, genau, das ist Step Aerobic, Basisschritte. Why not? Nehmt da zwei Wasserflaschen oder zwei Tragtaschen mit Wasserflasche drin, noch besser. Haltet die in der Arme. Bewegung geht nach oben, nicht nach vorne, sondern geht nach oben. Ja? Und das merkt ihr dann am nächsten Tag, dass es ein richtig geiles Training ist. Ja? Auch wieder warm machen, ganz normal, ohne Gewicht. Macht da gute Musik rein, versucht ein bisschen im Takt von der Musik zu bleiben. Tolles Training, auch Rückseite vom Oberschenkel, Po-Muskulatur. Ihr werdet es merken. Ganze Unterleib in der Übung mit drin. Probiert es aus.